Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Kraftvoll. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe einen Gast heute hier, der ist richtig aktiv in Gelsenkirchen. Das ist auch sein Wahlkreis, genauer gesagt Gelsenkirchen 2. Ich freue mich, dass er heute Abend hier ist. Herzlich willkommen, Markus Töns. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie haben gewählt? Ich habe gewählt. Ich nehme Hannelores Kraftbrühe. Hannelores Kraftbrühe. Warum soll es diese sein? Weil ich glaube, dass der Kraftbrühe uns kräftig helfen wird in Nordrhein-Westfalen, auch den Hebel wieder umzuwerfen, dass wir vernünftige Politik kriegen. Und ich esse ganz gerne eine Rinderkonsommee. Das ist eigentlich was Schönes. Und Kraft können Sie brauchen im Moment ja auch durch die vielen Wahlkampftermine. Oder ist es sicherlich viel los, ne, in der harten Phase jetzt so langsam? Es ist anstrengend, aber es macht Spaß, muss ich sagen, weil man erlebt auf der Straße die positiven Menschen, die einem sagen, wir glauben, dass ihr das schafft, wir glauben, dass ihr das auch richtig macht. Also die zur SPD kommen, also auch wieder mit einer positiven Einstellung. Darf ich Sie nach Ihrem Blutdruck fragen? Das frage ich ganz besonderen Grund. Fußball. Ach, Schalke 04. Ja, da ist am Wochenende immer der Blutdruck hoch. Es geht jetzt langsam so zum Ende hin, 8. Mai. Könnte es ja dann für die Schalker, da sind Sie Riesenfan von, da könnte es ja werden. Was machen Sie für Schalke? Im Internet unter anderem was? Ja, ich habe mal einen Internet-Fanclub gegründet vor einigen Jahren, auch jetzt schon fast 10 Jahre her. Da war ich mal Gründungsvorsitzender. Das war der erste Internet-Fanclub, den es gab bei Schalke. Das waren Leute, die sich aus ganz unterschiedlichen Teilen auch der Republik getroffen haben im Internet und verabredet haben und ab und zu auch beim Spiel waren. Und in dieser Zeitung habe ich etwas über Sie gefunden. Es steht ja auf der Titelseite, Politiker will Denkmal für Magath, Felix Magath. So, und da sind Sie erwähnt drin in diesem Artikel mit einem Gedanken, Sie möchten ein Denkmal. Da sind Sie, da ist Ihr Bild. Was steckt dahinter? Also der Journalist fragte mich, ob man Magath nicht ein Denkmal setzen müsste, wenn er denn deutscher Meister wird in diesem Jahr mit Schalke 04 nach nun bald 52 Jahren, keiner deutschen Meisterschaft. Dann habe ich gesagt, natürlich muss man jemand ein Denkmal setzen. Das muss dann aber nicht die Stadt bezahlen, das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen in dieser Stadt. Was machen Sie denn, wenn am 9. Mai dann alle im Delirium liegen, sage ich mal, wenn Schalke Meister wird, dann ist die Hölle los in Gelsenkirchen und nicht nur da. Was machen Sie denn mit der Wählerei? Sind Sie nicht um Ihre Wähler besorgt? Also ein bisschen besorgt bin ich schon, weil feiern möchten wir ja alle. Ja. Und deshalb heißt das, Schalker machen Briefwahl vor dem 9. Mai, also die können das ja bis zum 8. Mai ihre Stimme abgeben. Ja. Das sollen sie auch tun bis 15.30 Uhr. Und um 15.30 Uhr sollen sich alle vor Fernsehern versammeln und Schalke die Daumen drücken. Damit die Meister werden. Ja. Gucken Sie mal, was ich Ihnen mitgebracht habe. Ja. Briefwahl, ja. Und wenn man jetzt hier reinguckt, weil ich darf bei Ihnen nicht wählen, weil ich da ja nicht wohne. Und deswegen habe ich Ihnen meine Stimme mitgebracht. Ja, also Markus Töns, SPD, damit meine Stimme für Sie abgegeben ist. Das darf ich Ihnen mitgeben. Das ist aber schön. Aber jetzt frage ich Sie mal was ganz anderes, wo ich Sie hier habe. Was ist passiert im Wahlkampf im Moment? Was ist los in Gelsenkirchen? Was bedrückt die Leute? Also die Leute bedrückt schon, dass die Stadt zunehmend unter finanziellen Problemen leidet. Und dass sie diese Probleme nicht gelöst kriegt ohne die Hilfe des Bundes und des Landes und hier ganz speziell der Landesregierung. Und die Menschen sagen einem das schon. Die merken das ja, ob eine Straße gemacht wird oder nicht, ob in eine Schule investiert wird oder nicht. Und die sagen einem das ganz offen und sagen, da muss endlich wieder Geld auch ins Ruhrgebiet, also auch nach Gelsenkirchen fließen. Und das geschieht derzeit zu wenig. Bestandsschutz, wird viel geschlossen oder soll geschlossen werden in Gelsenkirchen oder geht es da noch so gerade gut? Es geht im Moment noch, wir sind in einer heftigen Diskussion mit der Bezirksregierung darüber, wo wir sparen können. Aber wenn man 30 Jahre gespart hat, ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Und am Ende kann man sich auch nur noch kaputt sparen und das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Sie sind jetzt schon im Landtag vertreten. Was sagen Sie den Menschen, die konkrete Fragen auf der Straße haben und die vielleicht auch mit einer Forderung verbinden und sagen, können Sie nicht mal und die Politik soll doch und können Sie nicht mal im Landtag dafür sorgen? Was antwortet man auf solche Fragen? Auf diese Frage antworte ich eigentlich immer, also ich setze mich natürlich ein für Gelsenkirchen und für meinen Wahlkreis, aber auf diese Frage antworte ich auch, Sie haben jetzt die Chance, am 9. Mai uns einen Auftrag zu geben, einen Wählerauftrag zu regieren. Und dann garantiere ich Ihnen auch, dann setze ich mich dafür ein, dass für Gelsenkirchen und fürs Ruhrgebiet etwas passiert. Was sind Ihre wichtigsten Themen im Landtagswahlkampf, abgesehen von den kommunalen Finanzen? Also es sind die Kommunalfinanzen, sie sind natürlich ein ganz zentrales Thema. Aber darüber hinaus haben wir natürlich ein ganz entscheidendes Thema auch nochmal, was wir spannend finden, das ist natürlich Bildung. Weil ich finde, Bildungschancen, und zwar für alle, ob Migrantenkinder oder Nicht-Migrantenkinder, Kinder aus schwierigen Lebensverhältnissen, diese Kinder müssen Bildungschancen haben und diese Bildung muss kostenfrei sein. Ich sage mal, von der Kita bis zur Uni, da muss die erste Ausbildung gebührenfrei sein. Es kann nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob man eine Chance im Leben bekommt oder nicht.
Gelsenkirchen ist so, man assoziiert das mit Arbeiterstadt, ne? Hartes, raues Pflaster, das ist so richtig der Puls des Lebens. Haben Sie da viel Probleme mit, gerade was so Bildung anbelangt, auch Defizite in Sachen Bildung? Wir haben Probleme, wir haben bei den Schulen die meisten Abbrecherquoten, die höchsten Abbrecherquoten in Nordrhein-Westfalen. Und das hat viel auch mit den Chancen zu tun. Und die Stadt versucht zu investieren, aber sie braucht natürlich die Unterstützung hier auch der Politik. Und wir müssen da auch zum Teil andere Wege mal gehen. Die Frage ist beispielsweise, ob wir eine Gemeinschaftsschule auch einrichten, die den Kindern und Jugendlichen eine Chance gibt. Und das ist schon so. Also Gelsenkirchen hat besondere Probleme, die auch viel mit der Struktur zu tun haben. Wenn Sie wieder gewählt werden am 9. Mai und wieder in den Landtag kommen, was nehmen Sie für Gelsenkirchen mit dorthin? Ich nehme mit dorthin, mich einmal für die vernünftige finanzielle Ausstattung einzusetzen, aber auch dafür, dass Kommunen in die Lage versetzt werden, die Förderanträge, die sie stellen, auch wirklich umgesetzt zu bekommen. Ob es in Europa oder ob es beim Land oder beim Bund ist. Und der dritte Punkt ist für mich, also zählt da an der Stelle ganz wichtig, investieren in Bildung, 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 weil das sind, durch die Türen unserer Stadt geht die Zukunft unserer Gesellschaft und das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. Wenn jetzt hier bei uns im Restaurant jemand zu Ihnen an den Tisch käme und würde sagen, ich kenne Sie doch, Sie kandidieren doch, ich habe Ihre Plakate gesehen, warum soll ich Sie wählen? Was würden Sie dem antworten? Ich würde dem antworten, weil ich mich schon in den vergangenen 5 Jahren und darüber hinaus mit sehr viel Engagement für diese Stadt einsetze, weil ich mich für meinen Wahlkreis einsetze und weil ich will, dass es weiterhin lebenswert bleibt in meiner Stadt. Markus Töns, vielen Dank, dass Sie da sind. Also Gelsenkirchen 2, alle, die dort wohnen, da müsst ihr das Kreuz machen bei ihm oder eben die berühmte Briefwahl, weil wenn Schalke Meister wird, dann gilt in Gelsenkirchen gar nichts mehr am Wahltag. Dann gibt es Feierei und abends Ergebnisse zu unserem Gunsten, hoffe ich doch. Alles Gute, Gute Ihnen, vielen Dank. Euch auch alles Gute nach Hause und wir sehen uns in den nächsten Tagen mit einem neuen Gast hier wieder. Vielen Dank und tschüss, bis bald.